Hey Kinders, was geht bei euch ab? Willkommen zum aktuellen Matchmaking. Overpass auf dem Main Account. Hello Team, hi Gabi. Ihr fragt euch sicherlich, warum gestern der Stream ausgefallen ist. Tja, ich habe gestern entschieden, dass es vielleicht gar nicht so eine schlechte Idee ist, wenn ich Apfelsaft auf meinem Schreibtisch ausleere und der in den PC reinläuft. Ja gut. Ihr könnt euch vorstellen, dass ich ziemlich gestorben bin. Wie schaut? Help. Ja. Es war natürlich ein riesiger Spaß. Wie, wir sind nur noch drei. Today. Ich habe hier eigentlich nie Gläser stehen. Ach du Scheiße, ich habe hier nie Gläser stehen oder irgendwas. Ihr wisst ja, ich habe grundsätzlich meine Flasche. Wenn die mal umkippt, die hat noch so ein kleines Löchelchen, dann kippt es hier links vielleicht auf die Tastatur oder so, das war's dann auch. Und es ist nur ganz wenig. Aber gestern war halt meine Mutter da mit meiner Nichte und ich habe kurz aus dem PC gezeigt und habe halt das Glas mitgenommen. Tja, und als sie dann wieder weg waren, wollte ich eigentlich schon ganz langsam anfangen, den Stream vorzubereiten, vielleicht auch noch was Kurzes aufzunehmen. Overwatch oder so. One belong. Incoming. Safe. Jetzt muss ich safen. Dann hau ich das Glas um, da links am Tisch. Shit. Und es fließt darüber. Und ich hab sofort so, fuck, das Ding weggeschoben, ne, und hier weggewischt und sowas. Aber es sind ganz kleine Reste hineingetropft. Wirklich oben schön durch. Aber zum Glück nur ganz rechts, also wenn ihr das Mainboard vor euch habt, vom Arbeitsspeicher bis rüber zum Ende des Boards, also ungefähr so viel. Schön runter auf die Grafikkarte, zum Glück oben auf dieses Plastikding, also hinten drauf halt. Wirklich nicht viel, aber es hat gereicht, dass er ausgegangen ist. Ganz unten wurden zwei Kontakte dadurch verbunden, durch diesen verschissenen Apfelsaft. Und der PC ist dann direkt in den Schutz gegangen und hat sich ausgeschaltet. Wir haben ja beim Kauf extra drauf geachtet, auf das Netzteil, dass das Unterspannungs-, Überspannungsschutz, alle möglichen Schutzarten, die es gibt für Netzteil, haben wir verbaut. Ja, Playground. Playground is down. Last one is going A, I think, yeah. Okay, komm, das machen wir. Machen wir. Wait for me. Nice. Ich habe mal aufgemacht, habe die Arbeitsspeicherregel rausgemacht und sauber gemacht. Das Mainboard eben, wo es runtergelaufen ist, das war eigentlich eine Linie sauber gemacht. Hinter die Grafikkarte ist nichts gekommen. Ich wollte sie aber trotzdem rausmachen, um ganz sicher zu gehen. Aber ich habe es nicht hinbekommen. Ich musste mich dann voll schräg hinhocken und durchleuchten, um zu sehen, dass da nichts ist. Aber ich habe dieses Ding nicht rausbekommen. Hinten dran im Slot ist ja so ein Ding, das man aufmachen muss, damit man sie rausziehen kann. Ich habe alles andere schon geöffnet und das Ding kriege ich nicht raus, weil das ist ja, die ist so breit. Und wie soll ich da hinten dran kommen? Das muss ich irgendwie, keine Ahnung. Könnt ihr euch vorstellen, was ich für ein Herzrasen gehabt habe, ne? Das Ding brandneu, der ist jetzt 3 Monate alt, hat über 2000 Euro gekostet und ich gebe Apfelsaft rein. Nice. Auch schön übers Mauspad, ich musste das dann erstmal abwaschen und jetzt ist das Feeling so minimal komisch, aber es ist in Ordnung. One A-Long. Alter, schick den One-Tick des Todes! Okay, A-Long's coming. Dann mache ich ihn an und der ging nicht an, weil ich dachte, what? Aber ich habe die Arbeitsspeicherregel nicht richtig reingedrückt. Das RAM-LED hat geleuchtet. Und ich habe dann gesehen, dass sie nicht richtig drin waren. Mein Prozessorlüfter ist so riesig, dass der erste im Riegel 2 oder im Slot 2, dass ich den nur sehr schwer reinbekomme. Aber ja, es ist alles wieder drin, er geht, ich nehme auf. Ich habe ihn die ganze Nacht trotzdem nochmal für alle Fälle ausgelassen. Ich denke, ich habe soweit alles erwischt. Natürlich weiß ich nicht zu 100%, ob nicht irgendwo noch ein Nano-Fitzelchen Zucker jetzt rumhängt. Ich konnte nichts feststellen. Alles ist cool, alles funktioniert. Aber der Herzkasper ist trotzdem in mir geblieben erstmal. Und ja, deswegen konnte ich da den Stream nicht machen. Und wie schaut? Shot is down. Shit. Shot low HP. Ich habe mit Wallen einige Aim-Runden gespielt. 2-on-2 Aim-Maps. Und irgendwie ist man dann auf, vor allem auf Long Range, zielgenauer. Klar, wenn man es trainiert, ist man da auch besser, logisch. Ja, sehr gut. Da ist der RZ. 3 gegen 2, also... Ach komm. He's a truck, I think. Warum kam denn jetzt der bei Bank raus? Die Bombe wäre auf seiner Seite gewesen. Er hätte nur warten, also beide hätten nur warten müssen. Ich weiß nicht, ob ich den Stream nachholen kann. Heute Abend oder, also morgen sind wir unterwegs. Und Sonntag könnte auch schlecht sein. Vielleicht dann am Montag, ich weiß es nicht. Also eigentlich geht das einfach dann wiederum vom Studium her nicht, dass ich mich dann da abends hinsetze und noch rumstream. Was macht denn der eine immer? When does it belong? Maybe go and be short now. Smoke on B. On spot 2, 3, B. Habe ich was getroffen? 15-1. Geil, Mann. Durch die Smoke. Ja, gut. Kaufrunde. Weiter geht's. Mir ist sowas noch nie passiert, dass ich eine Flüssigkeit über irgendwas, über Gaming-Equipment ausgekippt hätte, habe, sollte, wollte. Zum Glück war es nur so wenig, dass es auch auf dieses Areal begrenzt war. Ich kann mir oder will mir gar nicht vorstellen, wie das gewesen wäre, wenn ich das ganze Ding ausbauen müsste und alles sauber machen und hin und her. Oh. Ich hoffe, dass ich auf A gehe. Shit. Bomb down on A. Yes, he was short. Bullshit.
Lucky. Was war das? Der war hinter mir, also ich dachte, ich play ihn aus, was ja auch zu 80% gepasst hat, aber dann war er auf einmal hinter mir. Klar, er rechnet nicht damit, dass ich da stehe, auf gar keinen Fall. Er denkt, ich bin irgendwo auf Long oder hier und hat keinen Fokus, aber trotzdem, das war... Ja, es wäre echt eine bittere Pille gewesen, wenn der PC jetzt komplett abgeraucht wäre oder wenn halt, ja, irgendwas hätte ausgetauscht werden müssen und so weiter und so fort. Der Alt ist zwar noch da, steht aber jetzt schon drüben, ist von meiner Freundin mehr oder weniger eingebunden. Nice. Naja, das wäre natürlich jetzt ein riesiges Ärgernis geworden. Bomb down, Purple. Oh, nice. Sehr, sehr gut, sehr, sehr gut. Das hasse ich ja hier zu stehen. One is short. Ey, short. Jetzt Molly weg, Quatsch. Obwohl, er hat ja vorhin auch Double Kill gemacht damit. Wow, he's the toilet, he's pushed. Oh mein Gott, und ich lasse mich echt von denen ihrer Pistol Force Eco Kacke killen. Gut, wir haben Cash. Braucht noch jemand was, bevor ich jetzt mich. Okay, ihr habt alle. Ne, halt, der hat nicht. Gönn dir auf den Nacken, mein Freund. Thanks. No problem, Alter. Aber um jetzt von diesem ekligen Thema kaputter PC und sowas wegzukommen, der Graus ist jetzt ja erstmal überstanden. Roy und ich sind ja am Tour and Two spielen auf dieser einen Seite. Ich verlinke sie euch hier unten einfach mal. Ich weiß den Namen nicht auswendig. One Connector Stepping. Auf dieser Seite kann man für die Matchmakings, die man da spielt, also 1-on-1, 2-on-2, 3-on-3 und 5-on-5, kriegt man Punkte, die man sammelt. Solche, so eine Währung von dieser Seite eben. Und damit kann man Skins kaufen, beziehungsweise auch einfach Kisten öffnen. Und wenn ihr euch mit meinem Namen anmeldet, also der Dummbabbler, dann bekommt ihr direkt... Ah, fuck! One Orb Toilets. Wenn ihr euch mit meinem Namen da anmeldet, dann bekommt ihr 100 von diesen Coins geschenkt. Das reicht für 2 Kistenöffnungen, glaube ich. Ja, eine kostet 50. Ich bekomme dann auch 50 von eurer Anmeldung praktisch. Der Link und der Name, also der Dummbabbler, es steht alles in der Beschreibung. Da sind wir, wie gesagt, so ein bisschen am Zocken. Es macht halt ultra Spaß, weil du diese Gewinne bekommst, also wirklich um was spielst. Und dann gibt es auch noch krassere Spiele, bei denen du auch reincashen musst. Also zum Beispiel 22 von dieser Währung reinbezahlst, um dann aber 40 zu gewinnen oder so. Das ist eine ziemlich coole Angelegenheit. Das ist voller Nervenkitzel halt, wenn du da zockst, ne? Und du weißt, du könntest es auch wieder verlieren und dann ist dein Geld weg, beziehungsweise eben diese Dollar. Natürlich... Fuck! Low HP on short, nice. Natürlich solltet ihr kein Geld reinbezahlen. Also ich kann es euch nicht empfehlen, da echtes Geld reinzulegen. Spielt diese Spiele, also die kostenlosen 2-on-2, 1-on-1s, um dieses Geld zu verdienen, zahlt da kein Geld rein. Außer ihr wollt es unbedingt. Ja, scheiße, wir verlieren, weil ich so behindert war und den nicht gekriegt habe, ey. Ah! Ich muss wieder ein bisschen mehr fokussieren. Ja, solange das Feuer noch brennt. Oh Gott. Nice. Easy, my friend! Hat er gut gemacht. 6 Leute. Vor allem wird sich da auf jeden Fall euer Aiming verbessern, wenn ihr eben viel A-Maps spielt. Und das hat für Wollen und mich natürlich noch den Vorteil, dass wir da einige Videos draus ziehen können. Diese Tour-and-Two-Spiele sind meistens ziemlich intens, also es ist echt geil zuzugucken. Wir sind voll am Schwitzen und so. Da werde ich euch dann demnächst mal ein bisschen was hochladen. One was belong. Sind beide gestorben. Nee, da. Window ist eigentlich eine geile Pose. Komm drauf, du Ballsack, komm drauf. Auf, wo bleibt er denn? On spot. Oh mein Gott, he's low, nice. Ich laber hier von gutem Aim und dann mache ich sowas. Ja, es ist echt eine coole Seite, es macht Spaß, um diese Währung zu spielen. Ah, fuck, ja, bin ich full-flashed. Ist auf short was? Blau, geh da weg, du wirst doch getroffen sonst. Oh mein Gott. Der auf long ist bestimmt noch chillend. Ja, ist schon durch! Bro! He's on B now. Okay. Sehr gut, sehr gut. Steady, steady. Vielleicht erkämpfen wir uns hier noch den Win. Es war die letzten 3 Spiele so, dass es jedes Mal ein Geschwitze war. Ich weiß übrigens von diesen Langzeitschäden natürlich, also jetzt nochmal kurz auf den PC bezogen. Da kann noch was kommen. Ich hoffe natürlich, dass da nichts mehr passiert. Ich habe mich sehr darum gekümmert, dass alles sauber ist. Habe die betroffenen Stellen mit Wasser abgeputzt und sowas. Also ja. Hoffen wir mal auf das Beste. Connector One, geht auf A, ihr Säcke. Drückt euch weg. Oh, shit, shit. Er stellt sich da hoch, was für ein Leichtsinn. Das war jetzt meine Rettung. Er dachte, ich komme da durch Truck. Zum Glück habe ich ihn beim Shoulder Peaken mehr oder weniger schon gesehen, dass er da steht. Aber er hat mich nicht gesehen. Und ich glaube, oder meine, es ist eine T-Side Map, oder? Nein? Nee, wahrscheinlich nicht. Jetzt kann ich... Alter, also, dein hat schon 20 Kills, shit. Ich gehe short mit Purple. Purple. Ich gehe drauf. Wow, durchgehend daneben, shit, Mann. Naja, komm. Oh, shit. Die Molly in hart. Toilet ist down. Gott, er drückt mir direkt wieder den One-Bums. Schade. Ich habe schon gerochen, wie ich den rechts kille, habe ihn aber auch schon ankommen gehört. Aber wer rechnet damit, dass er mich direkt trifft? Okay, Sau, verstehe ich. Jetzt müssen wir ran.
Aber ich denke, das langsame Spiel ist auch unsere Stärke und wir werden die einfach zermürben hier. Zermürben. Zermilben. Wir werden Milben in ihre Schöße setzen. Bah. Leute, die Bomb ist gedroppt, guys. You can't do this. You just... Hey! Von wo war das? War das von Connector? Ja gut, wenn sie sich da hochgeboostet haben, dann ist das meine Schuld. Beziehungsweise war das nicht so wirklich abwendbar hier durch die Mates. Oh Gott, die AWP. Oh shit. Naja. Mal gucken, was wir noch draus machen hier. Wir können jetzt, ich würde nochmal forcen. Und jetzt will ich nicht schon wieder widerlich weggeholt werden. Ich will jetzt wirklich mal zeigen, was ich kann, ne? So sieht's nämlich aus. Zaubermaus. Bei Paris steht dann... Oh nein, und der Kollege hat ihn gerade dann weggenutzt. Ich befürchte, dass das ein weiterer los wird. Was macht er jetzt? Nicht in den Schuss reinlaufen, nein. Schade. Das war ein Furz wert. Okay, 11-9, das ist noch nichts verloren, aber wir müssen jetzt langsam etwas aufdrehen. Die stehen echt gut auf B. Das heißt, wir sollten echt nochmal versuchen, auf A zu kommen. Oh, der eine pusht grundsätzlich vor auf Party. Den muss man irgendwie halt schnell wegholen. Ich weiß nicht, ob Long einer ist. Guck mal, die haben schon wieder gesmoked, dass er auf Party gehen kann. Was? Will er mich jetzt echt ficken? Er killt mich durch die scheiß Smoke. Verschissener Lacker, das gibt's doch gar nicht. Ich meine, klar, ja, die Ding wird geprefired. Da hat ja auch unser AWP durchgeschossen. Und ich stehe so dumm da. Ohne mich haben die no chance. Okay. Ich sag mal so, das war Glück, dass die gewonnen haben. In jedem Regelwerk steht, dass man ohne mich nicht gewinnen kann. Und die haben trotzdem gewonnen. Was heißt denn das jetzt? Muss ich jetzt grundsätzlich sterben? Wo hat denn die Bombe hingedroppt überhaupt? Ich blick wieder nichts. Oh Gott, habt ihr gesehen? Der guckt über die Smoke drüber. Das ist ein räudiger Hund. What? Er kam von hinten! Ja, aber ich habe ihn gehört. Der kam aus Connector raus und ist halt da rumgelaufen. Ich wollte mich um ihn kümmern, nachdem ich dann den da oben gepimmelt habe. Aber ich war einfach zu late. Aber ich hätte auch endlich mal glücklich sein können, dass der Mate vielleicht geguckt hätte oder so. Aber naja, dann halt nett. Ich denke, ich muss mich damit abfinden, dass dieses Spiel los wird. An sich ist aber echt ein gutes Spiel. Die Mates sind super. Es macht richtig Spaß mit denen. Das ist alles cool. Ich kann es wirklich überhaupt nicht darauf schieben. Solo Queue in die Nähe. Das ist einfach nur, weil die Gegner halt besser sind und vor allem ich so kacke schlecht bin. Ich müsste einfach mehr reinhauen. Guck mal, ich bin Vorletzter. Hätte ich auch 25 Kills, hätten wir auch vorneweg 3 Runden mehr gewonnen. Need help? I'm gonna plant. CT, oh fuck. Alle drei. Jetzt eine AK, das wäre echt cool gewesen. Wobei die Glock ja eigentlich entnerft bzw. stärker gemacht wurde, ne? Also, oder besser. Wie auch immer. Da sagt der Kollege die Wahrheit. Warum pushen sie? Ich hab dir die Bombe gelegt und sie gehen beide ran. Weshalb? Warum macht man so eine Dummheit? Long is down, he saw me with bomb. Ich höre blau nicht. Blau hat, glaube ich, irgendwas gesagt. Ich habe die IUP. Komm, komm, Orange. Nice. Fuck. Nein, what is the smoke? Ah, fuck, he's on long smoke. Ich kann es nicht fassen. Er muss jetzt gegen zwei ankämpfen. Ich glaube, ich habe ich jemanden angefragt? Ich habe jemanden gekillt, what the fuck? Achso, ja, klar, den auf long. Vielleicht kriegt er ja beide hin. Kann mir es zwar nicht vorstellen, aber wer weiß. Oh mein Gott. Schade, dass der Blaue die Bombe nicht hatte, weil auf B schien es wohl frei gewesen zu sein. Aber naja, wurde halt nicht abgesprochen, die ganze Sache. Nice! Wie ist clear, think? Ja! Zum Glück kam er von oben, jawohl. Der geht jetzt echt weg. Er wird jetzt fliehen, ne? Das schafft er nicht mehr, also zeitlich wird es für ihn leicht schwierig. Mal gucken, was mit der Farmaster geht, aber das war echt geil. Die sind verschoben, der Kollege kam über CT und hat sie gebamst. Ich habe mal wieder nichts gemacht, die Runde. Ja gut, ich bin ja auch zu gut für die Welt, ne? Kann ja nicht immer alles machen. Was hat er für eine Bombe gehabt? Au. Haben wir das down? Oh Gott, Shot könnte kommen, genau. CT. Down. Okay, gut. Immerhin 2 Kills gemacht. Und damit hätten wir rechnen müssen, dass sie jetzt ihren Rush machen. Ihren Pistol Force Rush. Habt ihr alles jetzt? Ja, ne? Gut. Ich gehe mit Purple wieder runter. Das ist irgendwie nass. Das ist irgendwie ziemlich nass hier unten. Oh shit, da ist was. Nice. I got Echo, I think. Nice. Selbst wenn es jetzt kein Win werden sollte, bin ich doch jetzt mit meiner Leistung zum Ende hin mittelmäßig zufrieden. Die Punkte steigen, es läuft. Aber jetzt werden sie voll sein, voll gekauft, mit tollen Sachen, die das Leben schöner machen. Hinein ins Weekend-Feeling. Hm, lass dich mal gehen, schalt einfach ab. Wo, fuck. Warum ist hier alles gesmoked? Ja, plant fast. Ist down. Molly City. Ha! Hab ich dich gerochen, du Sack! Ja, jetzt müssen sie forcen.
Let us play slow. I think they got crap weapons now. Yeah, let's play slow. Don't push it. AK on the ground. Purple, purple, nein, purple, spiel slow. Sehr gut, Blau hat mich ultra gut abgedeckt. Ich wollte gerade sagen, nicht, dass einer durchrennt und Blau ist einfach schon da und deckt mich. Sehr schön. Incoming. Nein! Ich bin flashed! Oh Gott, ich habe ihn trotzdem getroffen. Side is down. Are you gonna plant? Cover me, please. Maybe behind. I go long again. I'm gonna stay long. He saw me. Calculated. Haha, jawohl! Ich wurde bestimmt low angesagt, das heißt, er sucht mich. Ich wollte dann hinten um die Ecke gehen, ging aber nicht mehr. Jawohl, guck mal die Ranks. Es geht wieder Richtung Uprank-Match. Neues Item, Alter, direkt on the groundwater. Alter, die ist vorzüglich. Oh Gott, die ist super. Oh, ist die nass! Oh mein Gott! Ihr wisst also nun, warum der Stream ausgefallen ist. Und ihr kennt auch den Link zur Seite. Hier unten ist verlinkt, wo ihr diese coolen Spiele machen könnt. Meldet euch, wenn möglich, mit meinem Namen an. Bei der Anmeldung steht ganz unten dann Code oder Invitation Code oder irgendwas. Und da bekommt ihr dann 100 von dieser Währung, um eben zwei Kisten zu öffnen. Wallen hat da eine 2,50 € Waffe rausgezogen. Was war's? Ich glaube, eine Deagle. Er hat irgendeine Deagle rausgezogen. Ihr müsst ihn mal fragen, welche das genau war. Oder beziehungsweise ihr seht es, glaube ich, im Video bei ihm, das er hochgeladen hat. Naja, vielen Dank fürs Zusehen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Überall Sachen zum Ohr klicke.